Hallo ihr Lieben, heute bin ich mit Brille unterwegs, weil ich mir jetzt die Augen ausmessen lasse und da kann man ja keine Linsen drin haben vorher. Feuerzangenbowle und sommerliche Temperaturen. So, also an meiner Stärke hat sich nichts verändert, allerdings habe ich nicht mehr 100% Sehleistung und sie meinte, das könnte halt auch am Stress und Schlafmangel liegen, dass dann die Augen halt nicht mehr 100%ig sehen, aber jetzt so von der Stärke hat sich nichts getan. Ich hole mir jetzt eine Bratwurstsemmel, weil ich habe Hunger. Das sind hier die besten Bratwürste in ganz Bayreuth. Also falls ihr mal in Bayreuth seid und Lust auf Bratwürste habt, dann könnt ihr sie euch hier holen. Schaut euch die zwei an. Ein seltenes Bild, aber dafür umso schöner. Lotte und Emily kuscheln miteinander. Mein Outfit heute. Der Blazer ist von Shein und dann habe ich heute meine neuen Schuhe an, die ich mir gestern gekauft habe. Na ihr zwei, so wunderschön die bunten Blätter im Herbst. Das liebe ich ja, wenn sich die Bäume verfärben. Vorgestern Abend habe ich ein Video gesehen von Mimi Icon und es ging darum, präsent zu sein und dass wir halt heutzutage oft 10.000 Dinge auf einmal machen. Multitasking ist ja so eine Sache, aber wir machen eigentlich keine Sache richtig und konzentrieren uns nicht auf diese eine Sache, die wir gerade machen und erleben diesen einen Moment nicht bewusst, sondern sind mit den Gedanken schon wieder wo komplett anderes. Und da habe ich mich auch dabei ertappt, zum Beispiel, wenn ich esse. Dann springe ich zum einen schon mal, ich weiß nicht wie oft, auf, weil mir noch irgendwas einfällt, was ich noch zu machen habe. Dann versuche ich vielleicht nebenbei noch ein Thumbnail zu machen oder das Video zu schneiden. Und ich klicke hier und klicke da und schaue hier und schaue dort. Und am Ende bin ich innerlich total gestresst, weil ich einfach nicht nur gegessen habe und das Essen genossen habe, sondern weil ich 10.000 Mal aufgesprungen bin, weil ich 10.000 Dinge versucht habe noch zu erledigen und noch zu machen. Anstatt mich wirklich auf diesen einen Moment zu konzentrieren, zu essen, das bewusst zu machen. Und das kann man ja auch auf ganz viele andere Dinge übertragen, dass man, hier wird schon wieder geschossen, dass man sich einfach zwei teilt, wenn nicht sogar fünf teilt und einfach zu viel auf einmal macht. Ja, ich glaube, das hängt vielleicht auch viel damit zusammen, dass man selbst einfach nicht mehr zur Ruhe kommt, weil einfach, es ist einfach zu viel alles. Die Welt wird einfach immer stressiger. Heutzutage, es ist einfach so. Wir können uns irgendwie nicht dagegen wehren. Aber man muss oder sollte versuchen, für sich einen Weg zu finden, wie man damit umgeht und wie man für sich persönlich den Stress reduzieren kann. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, dass ich, wenn ich esse, ich versuche ruhig zu essen, ich versuche zu essen und nicht 10.000 Dinge auf einmal zu machen. Früher habe ich gegessen und ich habe was dabei geschaut. Und das ist für mich Entspannung. Man sagt zwar auch, man soll beim Essen nichts anderes machen als essen und soll nichts schauen, aber für mich ist das wirklich Entspannung, wenn ich mich hinsetze, was esse, das Essen genieße und dann irgendwie ein Video auf YouTube schaue. Das finde ich entspannend. Und nicht noch 10.000 Mal aufspringen und noch versuchen, dieses und jenes zu machen, weil davon habe ich dann letzten Endes nichts. Also es bringt mir einfach nichts und es macht nur Stress und ich versuche halt jetzt in so kleinen Dingen an mir zu arbeiten, weil man muss immer an sich arbeiten und muss schauen, wie man für sich das Leben verbessern kann und das sind so kleine Dinge, die ich halt jetzt versuche oder auch wenn ich eine Serie schaue, dass ich halt nicht 10.000 Mal aufspringe und nicht andauernd auf meinem Handy gucke und versuche irgendwas zu beantworten oder zu schreiben und hier und da guck, sondern einfach mir die Zeit nehme, ich schaue jetzt was, das ist meine Auszeit und ich versuche mich jetzt nur darauf zu konzentrieren, das Handy mal weglegen und nicht ständig drauf schauen und einfach nur in Ruhe die Serie genießen oder
weiß ich nicht, man kann auch ein Buch lesen oder kann sich irgendwas Gutes tun, ein Bad nehmen, wenn man eine Badewanne hat oder was auch immer. Halt, was für einen persönlich wichtig ist und was für einen persönlich, was einen halt persönlich gut tut. Also halt einfach diese Me-Time, also Zeit für sich nehmen und zwar nur für sich und sich nicht von außen oder von anderen immer stören lassen. So, die Babys genießen jetzt nochmal ihre Hüpfenszeit draußen. Ich habe sie am Vormittag schon mal hüpfen lassen. Und jetzt am Abend nochmal. Und ich bereite schon mal das Abendessen vor für die Babys. Abends gibt es Karotten. Und für mich gibt es heute Abend Pizza. Und dann habe ich mir vorhin noch was vom Bäcker gekauft. Und zwar einen russischen Zupfkuchen. Weil ich habe immer noch Sahne im Kühlschrank. Und da dachte ich, esse ich den Kuchen. Und dann mache ich mir eine Tasse Karo-Kaffee mit Sahne, weil anders weiß ich nicht, wie ich die geschlagene Sahne wegbringen soll. Und das ist dann heute meine Nachspeise. Na ihr, da sitzt die Lotte und da sind die Emily und der Simba. Gestern habe ich Wäsche gewaschen und heute wollte ich nochmal eine Trommel anschmeißen und dann habe ich gesehen, dass ich gestern vergessen habe, die Wäsche auszuräumen und jetzt musste ich das nochmal waschen, weil wenn das so nass in einer geschlossenen Trommel liegt, ist ja auch nicht so gut. Also habe ich jetzt die Wäsche von gestern heute nochmal gewaschen. Das passiert, wenn man zu viel im Kopf hat. Die Pizza ist schon im Ofen und als Vorspeise gibt es jetzt einen Apfel und eine gelbe Pflaume. Und jetzt ist auch die Pizza fertig. Heute gibt es Pizza Speziale mit Salami, Schinken und Champignons. Und für den Rand steht die Butter bereit von Kerrygold. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und der Bruno ist auch schon reingekommen. Die anderen sind noch am Hüpfen. So, Emmeline ist wieder reingekommen und ist am Abendessen. Der Bruno ist als erstes wieder reingekommen und hat sich mittlerweile auf der Couch bequem gemacht. Und der Simba liegt in der Schüssel. Und wer jetzt noch draußen ist, ist die Lotte und die Holly. Was hast du da? Ach, einen Schmuck hat der Simba. Ja, und es ist mittlerweile dunkel und das heißt, ich hole die mal wieder rein. Also ich sehe die Holly, aber die Lotte sehe ich gerade nicht. Wo wird die denn wieder sein? Also, jetzt soll erstmal die Holly wieder rein. Hopp, 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 hopp. Lotte! Da ist die Maus. Lotte, meine Nachspeise, der russische Zupfkuchen, habe ich euch ja vorhin schon davon erzählt. Und ich habe gerade die ganzen Streusel sind das, oder? Also auf jeden Fall Schokostreusel oder was auch immer. Ich habe sie auf dem ganzen Tisch verteilt, als ich das Stück aus der Tüte geholt habe. Und dann habe ich mir noch eine Tasse Karo-Kaffee gemacht mit der restlichen Sahne, die hier noch drin war. War weniger, als ich gedacht habe. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Bruno liegt immer noch auf der Couch. Vorhin war Holly noch, nicht Holly, Lotte,
noch neben ihn und hat mitgekuschelt, aber die ist gerade über dem Tisch abgehauen. Ja, die isst jetzt erstmal ihr Abendessen. Ich muss überall dagegen. Ich schaue Grand Hotel. Und das Handy kommt nicht mit auf die Couch. So, dann wird es langsam Zeit, sich zu verabschieden. Wir sehen uns aber morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.